Grüezi miteinander. Mein Thema heute, dritte Säule. Dritte Säule ist eine super Sache. Ich stand voll und ganz dahinter. Neben der AHV und Pensionskasse hat man dann im Alter noch ein drittes Standbein, wo Geld rum ist. Wenn man ein AHV-pflichtiges Einkommen hat und in einer Pensionskasse angeschlossen ist, dann darf man dieses Jahr 6.826 Franken auf die dritte Säule einzahlen und kann es dann am steuerbaren Einkommen abziehen. Aber man kann nicht nur fürs Alter sparen. Wenn jemand will, zum Beispiel eine Eigentumswohnung kaufen oder ein Haus kaufen, dann kann man Drittsäulengelder als Anzahlung auf den Tisch legen. Das ist das Eigenkapital. Wenn man sich selbstständig macht, kann man das Drittsäulenkontogeld als Startkapital brauchen. So. Man hört immer wieder, dass man mehrere Drittsäulenkontos eröffnen sollte. Das stimmt. Wenn einmal etwa 35'000 Franken drauf sind, dann sollte man mit einem zweiten Drittsäulenkonto weitermachen. Das hat mit der Pensionsplanung zu tun. Wenn man Drittsäulenkonto nämlich aufheben, muss man die zum sogenannten Rentensatz besteuern. Der Rentensatz, der ist progressiv. Das heisst, je mehr Geld auf einer Drittsäule ist, desto höher ist auch der Steuersatz. Der Steuersatz hat nichts mit der Einkommensteuer zu tun oder mit der Vermögenssteuer. Das ist ein ganz eigener Steuersatz. Das heisst, wenn ihr auf einem Drittsäulenkonto 100'000 Franken habt, ist der Steuersatz viel höher, als wenn ihr 2x50'000 an verschiedenen Steuerjahren würdet beziehen. Mit der dritten Säule würde ich selber nie eine Versicherung kaufen. Die ersten 2 Jahresprämien gehen in der Regel verloren, weil Provisionen und die Risikokosten von der Versicherung bezahlt werden müssen. Wer nach 2 Jahren bei der Versicherung nachfragt, wie viel Geld auf der dritten Säule drauf ist, wird verschrecken. Vor allem dann, wenn man es will, für Wohneigentum verwenden will. Dann fehlt einem das Kapital. Ich empfehle, die dritte Säule auf der Bank zu machen. Aber auch dort muss man aufpassen. Banken möchten den Kunden sehr gerne Anlagefonds verkaufen. Renditechancen nutzen. Clever anlegen. Das sind im Moment 2 Sprüche, die die Post verwendet, um so Vorsorgefonds lustig zu machen. Ein langer Anlagehorizont nützt euch bei diesen Anlagen nicht. Weil die Fonds setzen sich auch wieder aus Obligationen und Aktien zusammen. Darüber habe ich ja auch schon Sendungen gemacht. Als Beispiel heute hätte ich gerne den Fonds von der UBS zeigen. Aber die UBS verbietet es ausdrücklich, so einen Monatsbericht zu veröffentlichen. Und darum kann ich euch die Zahlen nur vorlesen, was die UBS hier in diesem Fonds anbietet. Die theoretische Verfallsrendite, das ist ein anderes Wort für Rendite auf Verfall, beträgt noch minus 0,49%, also ein halbes Prozent. Minus. Gebühren für den Fonds, die jedes Jahr hintendurch anfallen, sind 1,58%. Zusammengerechnet sind das doch rund 2%, die ihr auf dem Obligationenanteil von diesem Fonds werdet verlieren. Symbolisch habe ich hier wieder das Auto, wo 2 Räder fehlen. Also wenn die 2 Räder die Obligationen sind, die nichts bringen, dann kauft so ein Auto niemals. Aber diesen Fonds solltet ihr kaufen. Ich würde das auf keinen Fall machen. Nicht nur die UBS bietet die Fonds an. Kantonalbanken, Credit Suisse, Mikrobank und so weiter, die wollen euch auch die Fonds verkaufen. Und verkaufen es auch mit grossem Erfolg für ihre Kasse. Was empfehle ich denn? Ich empfehle, das Geld einfach auf der dritten Säule zu stehen. Wenn 35'000 Franken drauf sind, ein neues Drittsäulenkonto eröffnen. Wenn man kann, am Wohneigentum zurückzahlen oder Wohneigentum kaufen. Warum, sagt der Herr Lauber, man sollte die Hypothek zurückzahlen? Die Zinsen sind doch tief. Man kann doch die Zinsen an den Steuern noch abziehen. Dass das eurem Portemonnaie nichts bringt, werde ich euch in der nächsten Sendung erzählen. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dann. Auf Wiedersehen.